Hier ist Marius von Projekt 30.de mit dem Ausblick für die Kalenderwoche 5 und einer Rückschau auf die Kalenderwoche 4. Auch dieser Ausblick wird etwas abgespeckt sein. Ich habe in der letzten Woche viel zu tun gehabt und mir fehlt heute auch die Konzentration, um noch auf mehr als die hier zu sehenden Instrumente einzugehen. Also wir besprechen heute den DAX, den Dow Jones, wir schauen uns Nasdaq an, Bitcoin, Silber und Amazon und Warta nur beispielhaft für die anderen Fang-Man-Aktien und vielleicht auch beginnend den deutschen Markt. Ja, immer wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, wird es schlimmer im Moment. Das beginnt irgendwie mit einer Mitteilung, die ich in der FAZ gelesen habe, dass nämlich der deutsche Target-Saldo mit rund 1,2 Billionen Euro jetzt den höchsten Stand in der Geschichte erreicht hat. Und das ist eigentlich das Bemerkenswerte, auch das Volumen der Refinanzierungskredite der Deutschen Bundesbank an die deutschen Banken mit 341 Milliarden Euro einen Höchststand erreicht hat. Und das ist umso bemerkenswerter, weil das Gesamtvolumen dieser Kredite an die deutschen Banken im Laufe der Corona-Krise von 45 auf 341 Milliarden Euro gestiegen ist. Das ist also mehr als eine Viertelbillion Euro. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Es ist ja viel in dieser Woche und auch schon in der letzten Woche über die Youngster in den USA gesprochen worden, die dort angeblich Hedgefonds attackieren. Oder sagen wir mal, sie tun es. Und ich habe dann bei einem allseits beliebten Moderator gestern Abend, da war ich ganz erstaunt drüber, gehört. Das war Herr Fugmann, den ich sonst sehr schätze, der sagte dann, dass diese Aktionen der Leute illegal seien. Und das ist Nonsens, das ist nicht illegal. Natürlich können sich Gruppen absprechen und sagen, wir gehen in irgendeine Aktie hinein. Solange keine Falschinformationen verbreitet werden, ist es eben nicht nur Hedgefonds gestattet, irgendeine Aktie zu attackieren, sondern es ist selbstverständlich auch Retailern oder Kleinanlegern erlaubt, in Foren darauf hinzuweisen, dass man ein Potenzial für einen Short Squeeze sieht und dann eben sagt, ich gehe da rein, wer macht mit? Selbstverständlich ist das erlaubt. Das Problem an dieser Kiste ist eigentlich, dass jetzt natürlich die gebissenen Hunde jaulen, nämlich die Hedgefonds wie Citroën zum Beispiel. Der CEO hat vor 2 Tagen ein Video auf YouTube veröffentlicht. Also unglaublich eigentlich, so wo er erzählt, ja, er macht doch eigentlich nur Geschäfte und er ist kein Böser und man solle bitte davon absehen, Citroën oder dort, wo sie Short engagiert sein, weiter zu attackieren, aber er sei für freie Märkte und wir haben ja gesehen, dass einige Broker den Retailern dann nicht mehr gestattet haben, irgendwelche Aktien long zu handeln. Also wir sind uns einig darüber, dass das ein ziemliches Tohuwabohu gegeben hat. Aber wer dann wirklich denkt, dass es die Kleinanleger sind, die hier Aktien so in die Höhe treiben, dass Hedgefonds 2 und 3 Milliarden Dollar Finanzierung brauchen, um nicht über die Klinge zu springen, der irrt. Denn wenn eins mal klar ist, selbst wenn da irgendwie 3, 4, 5 Millionen Retails losgehen und kaufen irgendeine Aktie nach oben, das reicht nicht aus. Das, was da tatsächlich passiert, da bin ich felsenfest von überzeugt, ist einfach, dass andere Hedgefonds, weil Hedgefonds sind Haie, dass andere Hedgefonds, wenn die sehen, da ist ein Hai angeschossen, und in diesem Fall war es eben Citroën und noch irgendein anderer, dann gehen die rein und spielen das Spiel mit, weil die Hedgefonds unterstützen sich nicht gegenseitig. Also das haben wir oft genug erlebt, wenn irgendein Hedgefonds massiv short war, weil er der Meinung war, er müsse nun irgendeine Aktie schlachten, dann hat es entweder Hedgefonds gegeben, die das Spiel mitgespielt haben, weil sie möglicherweise auch gesehen haben, dass es ins Laufen kommt. Und wenn man irgendwo merkt oder gemerkt hat in der Branche, nee, Moment mal, Tesla ist das beste Beispiel, das klappt so nicht, dann geht man natürlich long rein als Hedgefonds, um den anderen Hedgefonds zum Short Squeeze zu zwingen.
und eben einfach satte Gewinne einzufahren. Also das ist ein Haifischbecken und insofern diese Retailer, die diese Aktien jetzt eben long attackieren, muss man ja fast sagen, die sind sicherlich der Stein, der das Ganze ins Rollen bringt, aber die Lawine, die dann ausgelöst wird, das sind ganz andere Adressen, die da mitspielen. Da spielen große Adressen mit. Ja, und die Leidtragenden sind natürlich möglicherweise irgendwelche Broker, Clearinghäuser oder auch Market Maker, die sich irgendwann fragen, wo soll ich denn die ganzen Aktien hernehmen? Und da ist das nächste Problem, kann und will ich heute nicht so ausführlich drauf eingehen, aber wenn sich, sage ich mal, dieser Rummelplatz ausweiten sollte, werde ich darauf nochmal eingehen und mal ein bisschen was über Rag-Show, über Naked Short Selling und ein paar andere Sachen sagen, die das vielleicht ein bisschen beleuchten, dieses Thema. Aber wenn wir eben hören, dass teilweise, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, glaube, war das diese Game-Aktie, dass dann 150% aller Aktien short sind. Das ist technisch eigentlich gar nicht möglich, nicht? Also ich kann eigentlich nicht mehr short verkaufen, als Aktien da sind. Das an sich ist schon mal irgendwo eine Krankheit im System. Und da gibt es dann eben dieses Naked Short Selling, das also tatsächlich Aktien, Luftaktien, Phantom Shares in Amerika genannt, verkauft werden, die es gar nicht gibt. Und dann gibt es natürlich ein Problem, wenn dann irgendwann so ein Short Squeeze kommt. Der entsteht manchmal durch eine gute Nachricht. Der entsteht manchmal eben auch dadurch, dass Leute oder auch Hedgefonds, Privatiers sich zusammentun, die Aktie kaufen. Manchmal passiert es über einen reversen Aktiensplit, der dann Shorties in Probleme bringt. Long story short, das gibt da weder Opfer noch Täter. Der gesamte Markt, zumal er weder von der Finanzaufsicht hier in Deutschland noch von der SEC wirklich so beobachtet und eben Verfehlungen auch tatsächlich dann scharf angegangen werden. Dieser gesamte Markt ist ein Becken von Haifischen und kleinen Fischen und ja, da muss jeder sehen, wie er zurechtkommt. Also dann irgendwie zu behaupten, nur weil sich jetzt mal ein paar Millionen Kleinanleger zusammentun und eben einfach sagen, nee, die Aktie sehen wir nicht short, da sind 70, 80, 100, 120, 150% aller Aktien short, da gehen wir jetzt mal long rein. Habe ich volles Verständnis für. Finde ich eine klasse Aktion, ist legitim, nervt vielleicht den einen oder anderen. Warta scheint ja auch irgendwie davon, zumindest kurzfristig betroffen gewesen zu sein. Aber wie gesagt, da habe ich überhaupt gar keine Kopfschmerzen mit. Das muss man aushalten, wenn man an der Börse ist. Und wer jetzt irgendwie meint, also Hedgefonds, die dürfen sich absprechen, die dürfen auch gekaufte Reporter einsetzen, um irgendeine Firma schlecht zu reden, damit der Kurs sinkt. Also, nö. Gut, wie gesagt, illegal auf gar keinen Fall. Und wenn das irgendwann die SEC behaupten sollte, dass das illegal sei, dann verliere ich meinen letzten Glauben. Gut, kommen wir mal zum DAX. Der hat in der letzten Woche 441 oder in der abgelaufenen Woche 441 Punkte verloren und gegenüber dem Schlusskurs des Monats Dezember 285 Punkte verloren. Der Pivotpunkt am Montag 13.476, der kommenden Woche bei 13.563 und der des Monats Februar, der am Montag beginnt, bei 13.625. Ja, wir hatten in der letzten Woche schon besprochen, da war die 13.950 ja, als Bremse zu sehen, 13.950, 14.000. Und das, was interessanter ist, wir sind runtergelaufen. Da gab es ja auch entsprechende Chartformationen zu sehen im letzten Ausblick. Also Chartformationen, die nach oben deuten und nach unten deuten. Und ich habe ja gesagt, das ist für mich vollkommen offen. Jetzt wissen wir, es ist zunächst einmal mehr oder minder deutlich runtergegangen. Die 13.310 schauen wir uns heute an. Das ist eine wichtige Marke. Für den DAX wird sie auch in der kommenden Woche bleiben, sofern wir nicht in der kommenden Woche mit zufließenden Geldern zum Monatsanfang wieder uns auf den Weg gen Norden machen. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, das kann eine beginnende Korrektur sein. Der Markt handelt noch. Wir haben es jetzt gerade 5 nach 9 abends. Und insofern müssen wir mal schauen, wo die USA zumachen. Die haben heute auch noch mal einen kräftigen Schluck aus der Shortpulle genommen. Wir haben alle Ingredienzien für eine saftige Korrektur im Bereich 10-15% zunächst.
Und sofern das nicht gewollt ist, müssen wir schauen, inwieweit die Zentralbanken Lust und die Möglichkeit haben, den Markt wieder nach oben zu drücken. Also ich bezweifle mittlerweile, dass das so eine einfache Sache sein wird. Denn in der Regel ist es eigentlich so, wir sind ja so um und bei 700 Punkte gefallen seit dem Hoch oder sind sogar 800. Das heißt, in der Regel werden bei solchen Korrekturen, die schon ein bisschen deutlicher ausfallen, viele etwas unter Wasser sein und nutzen dann, wenn die Märkte wieder anziehen, in der Regel die Gelegenheit und stoßen dann einige ihrer Positionen ab. Das heißt also, wer jetzt, was weiß ich, egal ob es nun Tesla ist oder ob es deutsche Werte sind oder wenn man Indizes handelt, das heißt, wer irgendwo weiter oben long eingestiegen ist und nun im Minus ist und noch nicht verkauft hat, der wartet in der Regel dann auf eine Markterholung und wenn man dann wieder so mehr oder weniger plus minus null mit einem blauen Auge aus der Nummer rauskommen kann, dann wird verkauft, weil dann eben die Angst da ist, es könnte einen zweiten Dip geben. Und den gibt es in solchen Situationen oft auch und oft auch ausgelöst dadurch, dass eben die Menge Longs, und es waren ja zuletzt hier Gott und die Welt Long, dass die dann eben an bestimmten charttechnisch wichtigen Punkten oder dort, wo sie eben gerade ihr Geld wieder zurückhaben, in Anführungsstrichen, verkaufen und damit möglicherweise dann die zweite Welle auslösen. Das müssen wir abwarten. Gut, kommen wir mal zum DAX. Im 5-Minuten-Chart, das ist hier der letzte Freitag, da haben wir so irgendwo im Bereich 13.865 geschlossen. Am Montag ging es mit einem kräftigen Backup direkt in die Zone rein, die ich auch im letzten Ausblick schon nannte. Die obere Trendlinie des Broadening Tops aus dem Tageschart, aktuell 13.963 zum Dreifach. Top aus dem Tageschart bei 13.950 eben auch schon angesprochen. Da gab es dann zum dritten oder zum vierten Mal auf den Kopf, das weiß ich gar nicht, und wir liefen recht zügig runter an das Hoch aus 2018. Auch eine wichtige Marke, 13.596. Da haben wir hier am Montag gegen 14:30 Uhr aufgesetzt und dann nochmal sehr genau um 17:05 Uhr, also kurz vor Handelsschluss. Und am Dienstag, am Turnaround-Dienstag, sind wir dann vermeintlich wieder nach oben gelaufen. Wir haben hier so eine Art W-Boden geformt, der hier fertig war und hätte weiter ansteigen können, sollen, tat er aber nicht. Wir haben hier im Grunde über einige Stunden so eine Base gebaut. Ich habe dazu im Blog geschrieben, also von dieser Base aus wird es entweder, weil es eine Basis ist, weiter nach oben gehen oder wenn wir drunter fallen, gibt es auf den Kopf. Ja, und das passierte dann am Mittwoch auch. Da sind wir deutlich runtergelaufen und haben zunächst einmal das statistische Ziel der Schulterkopf-Schulterformation aus dem M30 im letzten Ausblick gezeigt, angelaufen. Damit war die Pflicht erfüllt. Die Kür hätte noch kommen können oder kommt vielleicht noch. Das müssen wir abwarten. Und ja, das ist eigentlich die Zone gewesen. Wir haben hier das Vierfach-Top und Popgun. Monats-Buy-Trigger bei 13.460, statistisches Ziel 13.486, also schön reingelaufen. Und dann nach oben gebounced. Am Donnerstag ging es dann wieder runter. Da haben wir das Tief 13.310 gemacht und wir schauen uns das nachher noch im anderen Chart an. Das war punktgenau, fast bis auf 2 Punkte, auf der 76er Fibo-Marke aus dem Stundenchart H4, nachdem wir am Tag zuvor mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, sondern da haben wir punktgenau auf das 50er aufgesetzt. Also hier wurden Fibos abgearbeitet. Das schauen wir uns noch an. Und nachdem man hier die letzte Retracement-Marke vor dem zugrunde liegenden Tief erreichte, da gab es dann einen sauberen Bounce, der hier wieder drüber führte. Im Grunde hier nochmal so eine Art Abschiedskuss, da fehlten nur 3 der 4 Punkte. Und dann ging es nach oben. Friede, Freude, Eierküche, aber hier an der ISKS-Nackenlinie 13.699 ging es nicht weiter. Tja, und heute am Freitag dann erneutes Gap-Down nochmal getestet, hier diesen Bereich, und wir haben knapp unterhalb geschlossen. Ja, das, was hier ersichtlich wird, oftmals werden ja Unterstützungen, und die 2018er-Marke war zunächst Unterstützung, wurde hier gerissen und aufgeweicht, aber hier angelaufen, das heißt, die Runde 13.600, können wir jetzt sagen, ist auf einem möglichen Rückweg
ein wichtiger Signalgeber. Der zweite ist das Gap vom 28. Januar. Und da, wo es dann tatsächlich interessant wird, das ist das Ex-Allzeithoch 13.795. Und dort liegt auch gleichzeitig die Nackenlinie dieser Schulterkopf-Schulterformation, die hier ihr statistisches Ziel erreicht hat. Oder, long story short, wirklich long wird es oberhalb dieses Bereiches. 13.795 bis 13.963, dort verläuft das Broadening Top und das Dreifach-Top aus dem Tageschart 13.59. Und sofern wir hier das Gap schließen und über die ISKS-Nackenlinie gehen, könnte man davon ausgehen, dass dieser Bereich angelaufen wird. Aber solange der DAX jetzt hier nicht über diesen Bereich ansteigt, sind die Chancen zur Unterseite größer. Und insofern gibt es da auch ein paar Marken. Neben einem Retest der 76.4 FIBO, das 100% Ziel der SKS aus dem M30, dann haben wir die Wolfe H1 Ziellinie bei 13.198, das XABC Ziel 13.140, vielen noch bekannt, und final ein Backtest der 13.000, denn dort haben wir einen Vierfachboden vom 10., 12. und 13. November des letzten Jahres. Schauen wir in den 30-Minuten-Chart. So, das ist Donnerstag, Montag, Freitag. Da waren wir da, als ich diese mögliche SKS-Formation gezeigt hatte. Das heißt, Freitag 17.30 Uhr. Das heißt, ja, das war irgendwie so ein Schlusskurs um die 13.890 herum. Und dann sind wir unter diese Nackenlinie gefallen, haben hier, wie eben schon gezeigt, am Hoch 2018 zweimal gebounced. Da dachte ich schon, das wird nichts mehr, weil wir sind hier eigentlich ohne großen Widerstand im M30 wieder durch die Nackenlinie durch. Aber wie das denn so ist, da wird dann entweder gefaked oder man hatte wieder Hoffnung, jetzt geht's höher, aber am nächsten Tag rauschten wir durch. Wir brachen das Hoch aus 2018. Wir haben hier das statistische Ziel 13.486 erreicht und sind am Donnerstag im Tief dann eben runter bis auf die 13.310 gelaufen. Und damit, das schrieb ich auch im Blog, ist diese SKS für mich technisch abgearbeitet, denn ich sage ja immer, das statistische Ziel ist Pflicht, das 100% Ziel ist Kür, und wir sind also recht dicht mit 13.310 an das 100% Ziel rangelaufen. Das heißt, DAX muss hier nicht mehr runter, aber wenn wir jetzt in einen korrektiven Markt reinlaufen oder die Korrektur sich fortsetzt, dann kann das selbstverständlich noch erreicht werden. Aber ich wollte es nur noch mal zeigen, Zielberechnung und so weiter, hat ganz gut geklappt und damit ist dieser Chart zunächst einmal abgefrühstückt. Im Stundenchart jetzt hier, ja, die Zahlen habe ich aktualisiert, der Wolfe-Keil aus dem Stundenchart H1, zählbar 1, 2, 3, 4, 5, gezeigt, meine ich, ja, letzte Woche oder auch schon vorletzte, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die 5 gemacht mit einem leichten Überschuss. Wir haben uns noch hier einige Stunden an der unteren Keiltrendlinie aufgehalten und sind dann am 14., am 15. sind wir aus dem Keil gefallen. Wir sind hier am 25.01. über den Apex-Punkt gegangen. Bedeutet, wären die Kurse zu dem Zeitpunkt oberhalb des Keils gewesen, wäre diese Wolf-Wave ungültig geworden. Weil aber der Apex-Punkt 14.307 nicht überschritten ist, bleibt sie gültig. Genauso wie die große Wolf-Wave, die wir im Tageschart haben, die hatte ihren Apex-Punkt ebenfalls am 25. und der liegt bei 14.080. Auch das wurde nicht mehr erreicht. Wir sehen hier nochmal die Ziele der SKS und sofern die Reise am Montag weiter gen Süden gehen sollte, dann würde bei 13.198 die Ziellinie zum Handelsbeginn warten. Ja, und diese Wolfe wird erst dann ungültig, egal wie lange das jetzt hier läuft, bis die 14.307 nicht rausgenommen ist und die des Tages, ich glaube, die schauen wir uns heute auch noch an, bei 14.080. Der 4-Stunden-Chart. Da spielt die 13.310 jetzt eine Rolle, weil wir sehen, dass dieses Tief hier war 13.060, das Allzeithoch 14.131 und dann haben wir Retracement Level, das 23er, das 38er, hier jetzt nicht eingezeichnet. Hier ist das 50er
angelaufen, Bounce nach oben. Das 61er, angelaufen, Gap nach oben und dann ging es zur Unterseite. Hier ist das 76er, 13.313, das Tief 13.310. Also für mich klare FIBO-Stufen, die nach unten abgearbeitet wurden. Und die große Frage ist jetzt eben einfach, laufen wir weiter runter, machen wir die 100% und testen dann auch die 13.000, die hier in diesem Bereich wartet. Und fallen möglicherweise durch die 13.000, dann kriegen wir eine knackige Korrektur. Oder schafft DAX es sich jetzt oberhalb der 13.310 zu halten und läuft zur Oberseite. Das Szenario zur Oberseite, habe ich ja gesagt, ich favorisiere das im Moment nicht, aber man darf es nicht ausschließen. Zumindest nicht, wenn wir wieder hier im H4 über das Hoch aus 2018 laufen. Wir haben hier 1, 2 Kerzen, die dort sauber eins auf die Nase bekam. Das heißt, diese Marke ist wichtig. Und sie ist zugleich 13.596, 13.596, das 50er Retracement dieser Aufwärtsstrecke. Das heißt, 13.596 oder damit man sich das einfacher merken kann, 13.600 ist für mich in diesem Timeframe erstmal das Maß der Dinge zur Oberseite. Da muss DAX rüber und auch oberhalb schließen. Und nur dann bestünde die Möglichkeit, dass wir es hier mit einem Descending Bullischen, Descending Broadening Wedge zu tun haben, wo wir die 1, die 2, die 3, die 4 zählen können und wo jetzt die 5 wartet. Und weil dieser Chart so toll ist, nicht weil ich ihn gemalt habe, das hat ja Herr DAX gemacht, ich schminke ihn ja nur ein bisschen, die MOP-Marke 13.950 ist am Montag und das bleibt auch am Dienstag und Mittwoch so, weil es nur ein paar Punkte sind. Die MOP-Marke 13.950 läuft auf fast gleicher Höhe, da geht es dann um 5-6 Punkte, mit der oberen Trendlinie dieses möglichen Descending Broadening Wedge. Das heißt, sobald wir in der kommenden Woche, sollte es eine Erholung geben, die 13.950 anlaufen und überwinden, kann es einen Short Squeeze geben, sofern Shorts an Bord sind. Und wenn wir diese Aufwärtsstrecke von 13.060 nach 14.131, die zu 76,4% konsolidierte, hier an das Tief 13.310 liegen, dann könnten wir eine A, B, C-Bewegung annehmen, deren Ziel 14.378 wäre. Wie gesagt, unterhalb 13.596 bitte keinen Gedanken daran verschwenden. Geht es aber drüber, dann haben wir möglicherweise wieder Zentralbanken, zufließende Gelder, was weiß ich, vielleicht auch noch ein paar eingestreute Good News, die den Laden nochmal nach oben ziehen. Ja, gut, dann wechseln wir in den Tageschart hinein. Dort sehen wir das Broadening Top mit der oberen Trendlinie bei 13.950 hier nochmal angedeutet, die A, B, C mit dem möglichen Descending Broadening Wedge. Aber wir haben hier dieses Vierfach-Top auch im M5 gezeigt, 13.460, das ist eine MOP-Marke, Make or Break. Wir haben lange gekämpft und kamen nicht drüber, wir haben uns dann hier wieder draufgesetzt und sind jetzt erneut hier. Dieser Spike drunter, ich kann das mal einen Tick aufziehen, dieser Spike drunter ist zwar in den kleineren Zeiteinheiten wichtig, aber was die Kerzenkörper angeht, sehen wir, dass wir hier noch oberhalb geschlossen haben und heute eben nicht mehr. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber innerhalb dieser Zone, Vierfachboden 13.000, Vierfachtop 13.460, diese 460-Punkte-Zone, da haben wir im Grunde keine Unterstützung, wenn DAX reinfällt. Wir hatten hier eine, das ist erst am Donnerstag klar geworden, oder am Freitag, nee, am Donnerstag klar geworden, dass es die 76er Unterstützung ist, weil wir uns schon gefragt haben, wieso dreht der DAX hier plötzlich im Niemandsland, nicht? Weil ich habe ja immer wieder in den Ausblicken in der letzten Woche geschrieben, das wissen natürlich nur die Abonnenten, dass sobald 13.460 unterschritten ist, der DAX sofort durchgereicht werden kann nach 13.140 und auch 13.000. Und insofern war das schon verwunderlich, was dann hier passierte. Aber wie gesagt, 76,4 Fibur ergab dann die Erklärung.
Wenn der DAX aber in der nächsten Woche hier wieder reinläuft, das habe ich im vorletzten Ausblick schon mal gesagt, dann ist es für mich mehr als wahrscheinlich, dass wir einen Test der 13.000 kriegen. Und dort dürften dann tatsächlich, spätestens dort, dürften die Schützengräben der Bullen liegen. Was aber im ungünstigen Fall dazu führen könnte, dass wir es hier mit einer Schulter-, Kopf-, Schulterformation zu tun bekommen, die, sobald die 13.000 ist, die Bullen auf den Plan kommen, die Kurse wieder nach oben laufen, dann aber diese Erholung zunehmend schwächer wird, weil die Leute nicht über die 13.460 kommen, weil dann auch Angst einsetzt und Bad News wieder ernst genommen werden, was ja eine Zeit lang überhaupt nicht der Fall war, und wir dann aus so einer Konstellation heraus eine rechte Schulter bauen und dann wirklich mal ein Abwasch kommt, der eben auch zum Gap Close 12, 3, 24 oder tiefer führen könnte. Aber das ist im Moment alles Spekulation. Ich sage eben nur, diese beiden Marken sind wichtig. Unterhalb 13.460 ist die Wahrscheinlichkeit, nach 13.000 zu fallen, groß. Oberhalb 13.596 ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die DAXianer versuchen werden, hier dieses Descending Broadening Wedge zu aktivieren, die 5 zu machen und dann eben in dem Zuge auch über die obere Trendlinie dieses großen Broadening Tops auszubrechen. Gelingt das aber nicht und wir fallen hier runter und machen vielleicht noch eine rechte Schulter, dann kann das also schlimmstenfalls, kein Unkenruf, wir reden ja nur über Möglichkeiten, dann kann das schlimmstenfalls auch dazu führen, dass dieses Broadening Top bärisch zündet und das wäre hier am dreifachen Boden 11.450 der Fall, denn dort würde sich das Ganze bärisch auflösen und dann könnten wir tatsächlich auch runterlaufen zur 10.371 und tiefer. Wir wissen ja alle nicht, was noch so an Nachrichten kommt von der Corona-Front, Bundesbank, Finanzen. Also, dass wir im Moment in turbulenten Zeiten sind, ist wahrscheinlich auch dem letzten in Watte gepackten klar geworden. Aber wie gesagt, wir können eine Panikblüte kriegen, die nach oben führt und dann diese 10, 11 Ziele abarbeitet. Die sind ja alle noch aktuell und gültig. Oder eben, es geht zur Unterseite und deswegen ist dieser Bereich hier wichtig und der ist ja nur auch recht eng. Ich meine, was sind denn das, 136 Punkte? Also, da kann man sich schon mal einen Kopf machen. Oder einen Kopf machen, da kann man eine Entscheidung treffen. Und da ist natürlich klar, dann muss man tatsächlich auch mal diese 136 Punkte und ein paar Sicherheitspunkte dazu nehmen. Denn wenn DAX hier unter die 13.460 rauscht, dann gehört der Stopp über die 13.596. Und wer hier bei einem Übersteigen der 13.596 long gehen will, dessen Stopp gehört dann tatsächlich auch unter die 13.460 und mal mindestens unter das Tief von heute, sofern es das Tief in der kommenden Woche bleibt. So, und last not least gucken wir uns nochmal den 2-Monats-Chart an, den logarithmischen, der eben einfach sagt, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir im März 2021 ein Hoch oder ein Tief ausbilden. Und ob wir nun bis März runterfallen und an die untere Trendlinie aufsetzen bei 8.640 und damit ein neues Märztief 2021 kreieren, oder ob wir eine Panikblüte bekommen und zur 14.820 laufen, dort verläuft nämlich die obere Keiltrendlinie, ist eigentlich vollkommen egal, aber man sollte sich irgendwie darauf einstellen, dass zumindest statistisch gesehen der März eben immer gut ist für ein Hoch oder für ein Tief. Und wir haben in diesem Keil ja auch noch eine mögliche Wolf-Wave, der aber zur Aktivierung die 5 hier oben fehlt. Also da müsste DAX an die 14.820 laufen, damit die 5 reinkommt. Denn aktuell können wir nur zählen 1, 2, 3 oder 3 hier, 4 und es muss hier oben irgendwie ran, nicht? Gut, das mal zum DAX. Im Dow Jones 4-Stunden-Chart, ja, ich sehe gerade, da läuft eine kleine Erholung, die bekannte Wolf-Wave im 4-Stunden-Chart, die untere Keiltrendlinie bei 30.600, die obere 30.770, das sind jetzt die Kurse für den Montag. Wichtige Mob-Marke, habe ich immer wieder gesagt, ist dieses Vierfach-Top 30.330, da sind die vier Tops.
Und als wir uns zuletzt unterhalten haben, Moment mal, das ist der Mittwoch. Wo waren wir denn? Montag. Ach, Freitag, da waren wir hier oben. Da waren wir noch über dem statistischen Ziel des Descending Broadening Wedges, das ja im Übrigen auch seine Pflicht getan hat und die Kür 31.417 noch nicht abgearbeitet hat. Aber ja, wir sind hier aufgesetzt, Spike drunter, wieder drüber, mit dem Gap drunter, hier nochmal wieder drüber. Aber ja, das sind eben einfach so verrückte Bewegungen, wirklich ein Gap runter, das sind ja auch knackige Gaps gewesen. Diese drei Kerzen hier, das ist eigentlich so aus jetziger Sicht eine Topping-Formation, zumindest mal im H4. Long story short, entweder geht's runter, aktuell, jetzt muss ich mal gucken, habe ich das aktualisiert? 20.480. Auf die 8 Punkte soll es nicht ankommen, aber das machen wir nochmal schnell. Also am Montag die Ziellinie dieser Wolf-O-Wave bei 29.480, die obere Kaltrendlinie 30.600, untere, die obere bei 30.770. Und der Dow Jones ist aus meiner Sicht erst dann wieder nicht long, aber auf neutralem Boden unterwegs, wenn er die 30.330 per Schlusskurs überwindet. Ob das heute der Fall sein wird, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall hier einmal, zweimal, dreimal, viermal aufgesetzt. Boden, Boden, Boden. Nochmal durchgerauscht. Rüber, Boden. Dann diese Phalanx an irgendwelchen Kerzen, die auch keine so rechte Formation bilden. Fakt ist einfach, die Wolf-O-Wave ist aktiviert. Und solange wir nicht über 3,30 sind, wird hier nichts gehen. Und die nächste Hürde wird dann eben die untere Keiltrendlinie oder auch die obere sein. Da ist also durchaus Potenzial, dass wir gegebenenfalls, wenn die Ziellinie angelaufen wird und Schwung in die Sache reinkommt, können wir auch easy mal die Trendlinie des Descending Broadening Wedges erneut anlaufen, die wir hier sehen. Und das, was ich eben im Chart als Wolf-O-Wave zeigte, kann man natürlich hier im Tageschart auch als eine Flagge sehen. Eine F-Flagge mit einem schnellen impulsiven Anstieg und dann läuft das eben in dieser Flagge nach oben. Ich habe die ja schon ein paar Mal gezeigt. Aktuell sind wir eben draußen und wie wir sehen, das passt mit der unteren Trendlinie dieser Flagge. Da ist die 30.330, die ich als Mob-Marke benenne. Und auf Tageschart-Sicht haben wir das Broadening Top, ich zeige es gleich noch, aus dem Wochenchart bei 30.959. Das statistische Ziel des Descending Broadening Wedges, was ja erreicht wurde, hier am 6.1. 30.968, das wird auf dem Rückweg ein knackiger Widerstand werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Dow Jones hier wieder reinkriegt, sich nach oben arbeitet und sogar zur oberen Flaggenlinie nochmal aufläuft. Aber 30.330 achten und das auf Schlusskursbasis. Wenn der da intraday rübergeht und es in den Fingern juckt, kann man natürlich longen. Aber wer da nicht irgendwie mit 3, 4, 500 Punkten Stop unterwegs ist, der fliegt bei M5-Kerzen, die zwischen 50 und 120 Punkte hoch sind, ruckzuck raus. Das endet in der Regel mit einer blutigen Nase. Also insofern immer auf Schlusskurs warten und auf die Eröffnung des kommenden Tages. Also, weil wenn sich ein neuer Trend bildet, hat man immer noch Zeit da reinzugehen. So, dann gucken wir in den Zweitageschart. Dort sehen wir ebenfalls eine Wolf-O-Wave. Die ist ungleich größer als die, die wir im H1 gesehen haben. Denn die beginnt hier am Corona-Tief 18.218 und läuft bis zum Allzeithoch 31.272. Diese Wolf-O-Wave hat ihren Apex-Punkt erst am 1. April. Das heißt, die ist den gesamten März hindurch gültig. Und das ist eine gültige Wolf-O-Wave ist, erkennen wir einfach schon daran, was hier an der oberen Keiltrendlinie passierte. Und zwar vom Freitag, den 6.11., da wurde die 5 gemacht und die Wolfe aktiviert, bis zu diesem Versuch, über den Keil auszubrechen, am 5.1. Das gelang aber nur bis zum Broadening Top aus dem Wochenchart bei runden 31.000. Und ja, nun müssen wir mal gucken. Dow Jones ist hier in diesem Keil jetzt drin und damit auch in Gefahr, die untere Keiltrendlinie anzulaufen, am Montag bei 29.448 und rauszufallen,
die 23er Konsolidierung dieser Strecke abzuarbeiten. Das wären 28.191. Die 38er Konsolidierungsmarke, die 50er oder vielleicht sogar die 61er. Die Ziellinie am Montag bei 25.800. Die obere Keiltrendlinie bei 30.884. Die ist also irgendwie mal schnell 700 Punkte bereits entfernt. Ja, und wenn wir uns dann mal so etwas anschauen, wo ist denn das Ding dort? Dann müssen wir natürlich immer sehen, von diesem Tief hier hoch, da hat der Bursche fast 72% zugelegt. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir hier vom Hoch runterlaufen zur Nackenlinie, dann wäre das mal gerade eine Korrektur von knapp 18%. Das wäre also gemessen an dem Anstieg überhaupt kein Drama. Es wird natürlich nur denen wehtun, die all in long im Markt sind und dann vielleicht ein bisschen Probleme bekommen, weil sie überhebelt sind oder warum auch immer. Das, was aber meiner Meinung nach, ich will da nochmal drauf eingehen, deutlich wird, ist einfach dieser Kasten, der ist wichtig. Hier ist das Ex-Allzeithoch 29.568. Die 30.330 brauche ich hier nicht einzeichnen, die habe ich genug besprochen. Und dieses Broadening Top aus dem Wochenchart, das kann man in gewisser Weise auch mit dem Broadening Top im Tageschart des DAX vergleichen. Das sind wichtige Marken, liegt eben bei rund 31.000 in der kommenden Woche. Und wir sehen, dass er hier mehrfach in diesem Bereich, klar, es ist ja sowieso eine Psychomarke, aufgesetzt hat und runtergefallen ist. Also, das wird noch interessant. Schauen wir uns das im Monatschart nicht an. Ich wollte was anderes. Ich wollte in den Wochenchart. Da ist er. Da ist dieses Broadening Top, zählbar von 1, 2, 3, 4 zur 5. Und das hat natürlich ein gigantisches Potenzial. Also die größte innere Höhe von 3, Quatsch, von 4, hier unten im Bereich 18.250 zum Hoch, die wird dann eben prozentual entweder, wenn wir hier deutlich ausbrechen, zur Oberseite abgearbeitet, oder wir konsolidieren und korrigieren innerhalb dieses Broadening Tops zur Unterseite, und das kann eben schlimmstenfalls auch dazu führen, dass die 4 angelaufen wird und das Ding dort bärisch zündet. Das müssen wir abwarten, aber die Runde 31.000 ist eben nicht eine reine Psychomarke, sondern wir haben dort zumindest mal in der kommenden Woche und in den Wochen darauf, ich glaube, die steigt gar nicht so dramatisch an, wir können das mal kurz schauen. Nächste Woche sind wir hier bei der 31.000, in der Woche darauf 31.055, 75, also ungefähr 25 Punkte pro Woche. Das ist für den Dow Jones ja nix. Also die 31.000, die wird uns, oder die darf uns ruhig noch für 1, 2, 3 Monate oder bis zum März, darf sie uns noch interessieren. Ja, sobald wir hier irgendwie ein bisschen tiefer einsinken, werde ich mal die Ziele ausrechnen zur Ober- und zur Unterseite. Im Blog mache ich das am Montag und für euch Zuschauende dann am kommenden Wochenende. Und im Monatschart wollte ich nochmal zeigen, dass wir bei der 31.000, die ja sowieso erstmal obere Trendlinie im Broadening Top ist, auch noch etwas anderes haben. Denn das hier ist die Strecke hoch 2007 zum Tief 2009. Das war ja eine ziemliche Zäsur von 14.197 runter nach 6470. Und wir haben damals gesehen, dass, ja, wer länger zuschaut, also wer seit Januar 2018 die Ausblicke schaut, der weiß, dass ich diesen Chart damals zeigte und sagte, diese 261er Ausdehnung, das sagte ich bereits hier, wird ein Knackpunkt, Monatschart. Und wir haben da einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, acht, neun. Wir haben 9 Monate gebraucht, um die 261er Ausdehnung zur Oberseite zu nehmen. Die 300er war der nächste Anlauf und diese 119,39% oder 31.147 ist nichts weiter als die prozentuale Verdopplung dieser Range. Weil wenn sich solche Ranges nach 2007 bis 2013, wenn die sich zur Oberseite auflösen, wird das in der Regel in gleicher Höhe abgearbeitet. Und das kann man in Punkten machen.
dann setzt man das hier oben drauf. Und dann war hier die 200% Ausdehnung in Punkten, nicht? Also das ist praktisch die Höhe dieser Strecke an die 14.197 angelegt machen. Oder man macht es logarithmisch. Dafür schalte ich jetzt mal in den logarithmischen Chart um. Nicht verhältnismäßig. Sorry. Und dann sehen wir, dass, weil wir jetzt auf prozentualer Basis schauen, diese innere Höhe, ups, das war die FIBO, die wollte ich nicht kopieren, dass die innere Höhe logarithmisch betrachtet, also auf prozentualer Basis, zur Oberseite abgetragen, dann hier an der 119,39 landet, bei 31.147. Und deswegen, das habe ich auch schon mal vor einigen Monden gezeigt, 300er Ausdehnung 29,651 bis 119% dieser Range 31,147 könnte eine Topping-Zone sein, so habe ich es genannt. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich da richtig liege. Dafür müssen wir unter die 29.651 und dann wirklich mal knackig abverkaufen. Aber wie gesagt, wir haben hier dieses Broadening Top. Wir haben die 119er Ausdehnung, also die Zonenverdopplung, und wir haben einige andere Marken, die darauf deuten, dass das hier eng werden kann. Also, Obacht, wenn es eine Panikblüte gibt und die Zentralbanken nochmal die nächsten 2-3 Billionen in die Märkte reinschieben, kann das nochmal etwas bewirken. Es kann aber auch sein, dass das genutzt wird, um, oder von den Großen genutzt wird, um Positionen aus starken Händen in schwache Hände zu verkaufen. So, Nasdaq, das Dreieck, 1761 Punkte hoch, das hat sich vorschriftsmäßig aufgelöst sozusagen. Wir haben das statistische Ziel erreicht, hier am 8.1. war das, sind dann wieder runtergelaufen, reingehüpft. Wir haben also jetzt hier, eigentlich ist das Ding gelaufen. Aber auch hier sind wir noch nicht deutlich genug unter das statistische Ziel gefallen, und die Nasdaq, die wird frühestens short, wenn sie hier unter die 12.439 geht. Das ist das Hoch gewesen vom 2.9.2020, bevor dieses wunderschöne Dreieck gemacht wurde, das zur Oberseite ausbrach, geht es wieder rein. Selbstverständlich, die nächste Hürde wäre dann 13.776, zum 100%-Ziel 13.815, und wenn es ganz böse kommt, auch die 14.600. Aber, nicht aber. Das kann kommen, also zur Unterseite, klare Sache, 12.439. Wer hier jetzt irgendwo Short rein will, hat gar keine andere Wahl, als seinen Stop wirklich über das Allzeithoch zu legen. Und umgekehrt, wer hier eben Long gehen will, der muss mit seinem Stop also mindestens mal unter dieses Tief, am besten eigentlich unter die 12.439. Aber dann wird er eben auch entsprechend Strecke zur Oberseite brauchen. Ja, mein Rat ist eigentlich abwarten. In solchen Marktphasen ist es wirklich ungemein schwierig, ein Tief zu erwischen, wenn man Long rein will, oder ein Hoch abzufischen, wenn man Shorten möchte. Es ist eigentlich aber auch normal, dass vor weiteren größeren Bewegungen der Markt geschüttelt wird, nicht? Da wird eben einfach gekämpft, weil die Interessen von Shorts und Longs sind naturgemäß entgegengesetzt. So, kommen wir mal zum Bitcoin. Ganz interessante Konstellation, das große Bild aus dem Wochenchart kennen wir ja. Ich hatte ja in der letzten Woche noch ein mögliches Dreieck, einen möglichen Keil eingezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5, der wäre aktiviert. Möglicherweise ist das aber auch eine recht große Bärenflagge. Wie auch immer, das kann sich bullisch auflösen, ne? Ganz klare Sache. Eine Bullenflagge, die nicht zur Unterseite bricht, das wäre hier aktuell so der Bereich um 26.900, die löst sich nach oben auf und macht dann gerne, ja, jetzt mal, tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so hier ansetzen sollte,
dann gäbe es theoretisch Potenzial über die Zeit natürlich bis 90.000. Also wenn sich das Ding so verhält, wie Bullenflaggen sich normalerweise verhalten. Und wenn das hier ein Keil wird, also dass die obere Keiltrendlinie ist und das hier die untere 1, 2, 3, 4, 5, dann müsste man damit rechnen, dass die Keilhöhe zur Oberseite abgearbeitet wird. Also hier Keilausbruch. Dann wäre das hier möglicherweise jetzt eine Art Abschiedskurs an der oberen Keiltrendlinie und dann hätten wir ein Ziel im Bereich 48.140. Ja, und wenn wir uns das im Wochenchart angucken, den poste ich ja nun seit hier, irgendwo, seit März, April. Da haben wir die 5 übersprungen, sauber diesen Lauf gemacht. Die Aussage in den letzten 2 der 3 Ausblicken war, Bitcoin sollte nicht mehr unter die 161er Ausdehnung oder und das 100% Ziel 27.607 fallen. Das tut das Ding seit 2 Wochen auch nicht. Jedenfalls nicht unter das 100% Ziel. Und aus dieser Sicht eben logarithmisch die Höhe des symmetrischen Dreiecks angelegt und an den Ausbruchspunkt platziert, ergibt hier eben ein Ziel von runden 67.000 und die 423er FIBO-Ausdehnung wartet bei 73.656. Und sofern Bitcoin jetzt nicht entweder direkt runterfällt, aus welchen Gründen auch immer, oder an der 46.720, die Marke wird wichtig, 261er Ausdehnung. Wenn Bitcoin dort nicht auf den Schädel kriegt oder ad hoc hier zur Unterseite eindreht, dann ist oberhalb 46.720, wird also sofort die 67.000 und die 73.000 Ziel. Ja. Das sieht natürlich, wenn man sich das nicht logarithmisch anschaut, sind die Bewegungen viel dramatischer, weil hier sind sie ja prozentual abgebildet. Aber das sind natürlich Strecken, nicht? Von 46 nach 73 sieht hier so wenig aus, aber letztlich geht es beim Bitcoin oder auch bei Aktien ja nicht unbedingt um den Preis, sondern es geht eben, deswegen mache ich so oft die logarithmischen Charts, es geht um prozentuale Zugewinne oder Verluste. Denn wenn wir auf unser Depot schauen, dann sagen wir ja auch nicht irgendwie, ich habe so und so viel Euro verloren oder gewonnen, sondern wenn ich mein Depot regelmäßig verfolge, dann sage ich einfach, ich habe im, was weiß ich, im Januar 4,8% Zugewinn gehabt oder ich habe 3 oder 4% Verlust gehabt. Und insofern muss man das dann immer relativ sehen. Silber bringe ich mal kurz, weil die wilden Watze da aus USA ja irgendwie dabei sind, mit Silber etwas zu veranstalten, was nicht ganz so einfach wird, weil da gibt es größere Adressen, die auch die Möglichkeit haben, mit Tonnen von Papier Silber gegenzuhalten, wenn sie es nicht wollen. Den Effekt hat man heute gesehen, aber auch hier haben wir eine mögliche Bullenflagge. Sofern diese Bullenflagge sich auflöst, das ist jetzt ein Wochenchart, kommende Woche 27,69, die obere Trendlinie. Geht es also über die 27,69, bin ich mir fast sicher, dass die 29,86 angegangen wird, das letzte Hoch. Ginge es drüber, dürften wir eine A-, B-, C-Bewegung über die Zeit vermuten. Das muss also nicht hier bis zum 8.2. passieren, das kann sich zeitlich ausdehnen. Und diese ABC hätte ihr Ziel bei 40,05 und damit in unmittelbarer Nähe der 41,31 oder 161er Ausdehnung. Das heißt, falls hier tatsächlich ein Squeeze stattfinden sollte, ich weiß ja nicht, welche Hedgefonds oder ob es Hedgefonds gibt, die massiv short im Silber sind, aber wenn man die identifiziert und ein bisschen squeezed und dann andere Hedgefonds sagen, oh, da blutet einer, da fahren wir mal hin, vielleicht können wir uns ein Stück Fleisch rausbeißen. Wenn wir hier in diesem Bereich kämen, zwischen 40 und 41, dann würde ich zumindest mal, wenn ich dann im Silber engagiert bin, Teilgewinne mitnehmen. Also jedenfalls, wenn ich es nicht in Form von Münzen zu Hause liegen habe, dann würde ich auf jeden Fall Teilgewinne mitnehmen. Und ansonsten achten kann man jetzt auf die 25,49 und besonders natürlich auf dieses Tief, wo war das, bei 21,50.
Ne, unter 21,50 müssten wir die ABC im Grunde nach unten schieben. Und wenn es dann hier unter die untere Trendlinie geht, die verläuft in der kommenden Woche bei, ja, können wir sagen, glatten 20. Also falls es unter 20 geht, weil hier irgendjemand richtig draufhaut, dann können wir die Bullenflagge abschreiben, gegebenenfalls. Aber wenn das dann passiert, ich bin ja, wie viele wissen, prinzipiell eigentlich long eingestellt, was die Edelmetalle angeht. Wobei mein Herz eher für Silber schlägt, denn das ist vom Ratio Silber-Gold-Ratio her aus meiner Sicht deutlich unterbewertet gegenüber dem Gold. Aber wenn eben diese Bullenflagge zur Unterseite gebrochen wird, und jetzt nehmen wir mal an, das gibt hier irgendwie eine Kerze, die bis hier läuft, eine Quatsch ist. Machen wir anders, damit das einigermaßen nachvollziehbar aussieht. So, nehmen wir jetzt mal an, da läuft eine Kerze runter und die untere Begrenzung dieser möglichen Bullenflagge wird gebrochen. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu zählen 1, 2, 3 und würden dann hier eine weitere Trendlinie anlegen und hätten dann eben keine Bullenflagge mehr, sondern eins dieser schönen Descending Broadening Wedges, die alles rauskegeln, um dann spontan umzudrehen und zur 5 wieder hochzulaufen. Das habe ich ja in dem Lehrvideo vor 3 oder 4 Wochen, wo ich bemüht war, Wolf Waves und diese Descending Broadening Wedges zu erläutern, auch angeführt, dass eben oftmals, wenn so Bullenflaggen, wenn sich so Bullenflaggen bilden, dass dann so eine Kerze kann dann eben auch deutlich tiefer laufen, dass alles rausgekegelt wird, die eben jetzt denken, oh Mist, die Bullenflagge ist tot, und dann geht man eben nicht mehr rein, und egal wie tief so etwas geht, es sei denn, es stürzt wirklich massiv ab, kann man immer aus einer gebrochenen Bullenflagge ein Descending Broadening Wedge konstruieren, wenn man dann das Tief gefunden hat. Und das hat man dann gefunden, wenn die Kurse wieder anziehen und über die 2 der Formation ansteigen. Das heißt, wird hier die Verzeihung, wird die 21,70 gebrochen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, kommt der Kurs wieder hoch und ginge über die 21,70, dann kann man den Zeh ins kalte Wasser stecken, weil die Wahrscheinlichkeit dann sehr groß ist, dass die 5 angelaufen wird. Gut, jetzt wollen wir nicht ein Lehrvideo draus machen, das ist ja auch alles schon beschrieben worden. So, und für die Räusperer entschuldigt, aber ich habe in dieser Woche mal easy 12 Stunden telefoniert und manchmal auch etwas lauter. Ja, ich muss mal ein Glas Milch mit Honig trinken. So, Silber haben wir. Amazon. Amazon wollte ich eigentlich nur zeigen, weil da hat es eine glasklare Reaktion an der 5 des symmetrischen 3S gegeben. Das ist wichtig. Das ist die Anstiegsstrecke 1675 nach 3552. Die kleinste Konsolidierung, die wir kennen, die 23,6 bei 3109. Da hat es nach diesem Hoch schon mal, es ist schon mal drunter gelaufen. Jetzt aktuell wird versucht, das zu halten. Aber an der 3364 hier, da ist die 5 gemacht worden. Das heißt, das Ding ist aktiv und darf ausbrechen. Die innere Höhe beträgt 680 Dollar. Geht es, Tageschart, am Montag bei 3351 über die obere Trendlinie, dann ist ein Ausbruch statistisch von 394 Dollar anzunehmen. Und wenn es dann richtig super bullisch wird, auch 680 Dollar, geht es hier aus dem symmetrischen Dreieck am Montag bei 3122 und damit nur knapp oberhalb der 23er Konsolidierung aus dem Dreieck nach unten. Dann müssen wir diese 680 Punkte mit 36% multiplizieren, und das wären 245 Dollar ab Ausbruch, die man dann annehmen dürfte. Nun ist es leider so, dass diese symmetrischen Dreiecke gerne zicken, aber sie tun es eben nicht immer. Also ich trade sie nicht so gerne, oder am liebsten trade ich sie tatsächlich, wenn sie ausbrechen, dann nochmal einen tiefen Rücklauf machen, auch nochmal in diesen Körper eindringen und dann mit einer fetten Kerze nach oben ausbrechen. Wenn man die Kerze erwischt, dann hat man statistisch einen großen Vorteil, weil
manchmal wird da einfach elend hin und her gearbeitet und man kann wahnsinnig werden. Aber über symmetrische Dreiecke und verflossene Damenfreundschaften habe ich im letzten Ausblick schon gesprochen. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen. So, zuletzt Vata. Vata gucken wir uns auch nur an, weil wir eine aktive Wolf-Wave haben. Ich meine, die habe ich gezeigt im letzten Ausblick. Montag. Ja, ich glaube, die habe ich gezeigt. Kleine Sekunde, ich muss mal schauen. So, gerade mal geschaut, das wäre fast eine Lüge geworden. Nein, wir beobachten sie im Blog. Die habe ich hier im Ausblick nicht gezeigt. Fiese Aktion. Aber ist eben manchmal so. Auf jeden Fall haben wir bei Vata eine aktive Wolf Wave. Die hatte ihren Startpunkt am 4. Dezember. Hat dort die 1 gemacht, die 2, die 3, die 4. Wir können also 1 durch 4 die Ziellinie zeichnen. Dann ging es von der 4 nach einem kurzen Backcheck an der unteren Keiltrendlinie nach oben und hat heute und gestern die obere Begrenzung der Überschusszone angelaufen. Die eingebettete oder oft eingebettete ABC-Bewegung hat ihr Ziel 188 nicht ganz erreicht. Es ging irgendwie bis in den Bereich 180. Muss sie auch nicht. Ist ja eigentlich eine bärische Figur. Die obere Keiltrendlinie am Montag bei 144, da würde ich drauf achten. Die untere am Montag bei 113, die Ziellinie bei 95. Da der Apex aber erst am 16.8., also weit, weit weg ist, kann hier noch viel passieren. Also Vata kann durchaus sich wieder nach oben arbeiten in diesem Bereich, wie auch immer. Das kann aber auch zügig nach unten gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Müssen wir sehen. Ja, wollte ich nur, weil ich weiß, dass einige, also im Blog sind einige in Vata und möglicherweise, wenn diese Aktie so beliebt ist, auch einige der Zuschauer. Ja, und das hier, wem das zu verdanken ist, ob das jetzt wirklich die wilden Jungen sind, die da hier auch in Deutschland anfangen, sich auf irgendwelche Aktien zu stürzen, die möglicherweise eine hohe Shortquote haben, oder ob das News bedingt war, keine Ahnung, weiß ich nicht, stecke ich nicht drin. Aber das sieht hier übrigens, ist ja ein Tageschart, nach einer Inside-Kerze aus. Also wenn IG Markets hier nicht lügt, dann hat der Donnerstag ein tieferes Tief als der Freitag und ein höheres Hoch, und damit hätten wir eine Inside-Kerze und damit wären die Trigger, der Kauftrigger wäre 180 und der Verkauftrigger müsste im Bereich 143 liegen. Das könnt ihr ja gegebenenfalls mal nachschlagen, wie da die offiziellen Hoch- und Tiefkurse sind. Aber das ist eine Inside-Kerze. Und Inside-Kerzen, also das ist hier die Inside-Kerze, die schwarze, die wird von der Kerze davor in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe eingemantelt. Insofern wird das dann hier zu Kauf- oder zu Verkaufstriggern. Gut, das war's auch schon. Ansonsten geht alles seine Dinge. Die ersten 20 Leute auf der Warteliste haben Post bekommen und haben sich auch registriert und gebucht. Und es geht ab nächster Woche in schnelleren Schritten weiter. Also schaut ab und zu in euren Ordner rein oder auch mal in den Spam-Ordner. Ich weiß von 2 Fällen, wo wir da gelandet sind. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Seid ein bisschen vorsichtig in den kommenden Tagen. Also lieber vielleicht mal auf 1, 2, 3 mögliche Gewinntrades verzichten, als irgendwann mal eins auf die Nase zu kriegen. Denn das, was in den USA passiert, dass die ganzen Retail-Broker bei hoher Aktivität unerklärlicherweise plötzlich nicht mehr erreichbar sind oder Positionen nicht geschlossen werden können, das droht auch hier. Macht euch da nichts vor. Wenn es wirklich Tabula Rasa am Markt gibt, dann hängt man da möglicherweise, wenn man keinen fixen Stop eingegeben hat, in irgendeiner Position drin und kommt nicht raus und versucht dann hinterher dem Broker zu beweisen, dass man rausgegangen wäre. Das gelingt in der Regel nicht. Ne? Das mal ganz klar gesagt. Insofern ist es, wenn ihr unbedingt handeln wollt, macht das in der nächsten Woche mit einem fixen Stop-Loss. Egal wie tief ihr den setzt. Ne, ob ihr einen kleinen Schmerz riskiert oder sagt, nee, komm, ich sehe das langfristig, da gehe ich mal mit einem richtig fetten Stop rein, der auch wehtut, aber setzt einen Stop. Das rate ich euch nur, weil wenn euer Broker für 2, 3, 4 Stunden nicht erreichbar ist und solche Korrekturen, die können ja auch mal flashig werden und Flash-Crashs
haben die Älteren von uns schon miterlebt und wissen dann, was mit dem Depot passieren kann. Zumindest aus Schilderungen, was mit dem Depot passieren kann, wenn so ein Markt mal 2 oder 2,5 oder auch 3.000 Punkte abrauscht. Also das kann unangenehm werden. Insofern sichert euch ein bisschen die nächsten Tage ab. Ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns. Tschüss, tschüss und danke für einen Daumen hoch, falls ihr die Zeit dazu habt.